Herzlich willkommen zu meinem Summer Flow für Fortgeschrittene. Wir beginnen auch gleich und zwar im Stehen am Anfang der Matte. Schließ für einen Moment die Augen. Vertiefe die Atmung. Atme tief und gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Öffne die Augen, zieh die Arme über die Seite, atme tief ein, wag deine Daumen miteinander. Mit dem Ausatmen zieh den Oberkörper auf die rechte Seite, schieb dein Becken nach links, komm wieder nach oben, atme ein, dehn dich nach links, Becken nach rechts. Mal nach oben ziehen, einatmen, auf die rechte Seite dehnen, ausatmen, wieder nach oben ziehen, einatmen und nochmal auf die linke Seite. Dem nächsten Einatmen zieh die Arme leicht nach hinten und mit dem Ausatmen schwing die Arme über den Kopf, verzahn die Finger, zieh den Kopf in Richtung Schienbeine und die Arme über den Kopf. Mit dem nächsten Einatmen löst die Finger wieder, streckt die Arme nach hinten, verzahn die Finger und mit dem Ausatmen wieder über den Kopf. Den nächsten Einatmen wieder nach oben und mit dem Ausatmen über den Kopf schwingen. Dem nächsten Einatmen beugt deine Knie, löst die Finger, streckt die Arme neben die Ohren und mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge, Fingerspitzen neben die Füße, Kopf wieder in Richtung Schienbeine. Dem nächsten Einatmen die Wirbelsäule strecken, die Arme über die Seite ziehen, den Daumen verhaken nach hinten. Und mit dem Ausatmen wieder mit etwas Schwung über den Kopf. Einatmen, Knie beugen in den Blitz. Mit dem Ausatmen wieder in Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Und noch einmal Wirbelsäule strecken, Arme über die Seite ziehen, Daumen verhaken nach hinten. Und mit dem Ausatmen über den Kopf schwingen. Dem Einatmen in den Blitz. Und mit dem nächsten Ausatmen Fingerspitzen zum Boden und setz deinen rechten Fuß nach hinten in den Ausfallschritt und komm in den herabschauenden Hund. Beug und streck abwechselnd deine Beine. Dreh den Kopf. Mach die Schultern weich, zieh sie von den Ohren weg. Tief und gleichmäßig ein- und ausatmen. Setz den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände, atme ein. Dein linker Fuß kommt dazu, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Zieh die Arme wieder über die Seite, park die Daumen, zieh dich nach hinten und mit dem Ausatmen über den Kopf schwingen. Einatmen in den Blitz, mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge, den linken Fuß nach hinten stellen in den Ausfallschritt. Der rechte Fuß kommt dazu, herabschauender Hund. Bring die Schultern über die Handgelenke, atme ein, mit dem Ausatmen beug deine Arme. Mit dem Einatmen komm in den heraufschauenden Hund. Mit dem Ausatmen wieder in den herabschauenden Hund zurück. Setz deinen linken Fuß nach vorne zwischen die Hände mit dem Einatmen. Der rechte Fuß kommt dazu, in die Vorwärtsbeuge. Die Arme über die Seite, verhakt die Daumen, einatmen, mit dem Ausatmen wieder über den Kopf schwingen. Einatmen in den Blitz, mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Einatmend geht der rechte Fußball nach hinten, mit dem Ausatmen kommen den herabschauenden Hund. Einatmen in die schiefe Ebene. Ausatmen, Arme beugen und mit dem Einatmen in den heraufschauenden Hund. Ausatmen, in den herabschauenden Hund zurückkommen. Mit dem Einatmen setzt den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Mit dem Ausatmen kommt der linke dazu, Vorwärtsbeuge. Nimm die Arme über die Seite, zieh die Arme nach hinten, einatmen und ausatmen nochmal über den Kopf.
Einatmen Blitz. Ausatmen Vorwärtsbeuge. Mit dem Einatmen setzt deinen linken Fußbein zurück. Mit dem Ausatmen kommen den herabschauenden Hund. Einatmen geht's in die schiefe Ebene. Ausatmen halber Liegestütz. Einatmen heraufschauender Hund. Ausatmen herabschauender Hund. Dann bleib hier für ein paar Atemzüge und beug und streck wieder abwechselnd die Beine. Setz mit dem Einatmen den linken Fuß nach vorne. Und mit dem Ausatmen kommt der rechte Fuß dazu, Vorwärtsbeuge. Komm wieder nach oben, verhak die Daumen, zieh dich nach hinten. Und mit dem Ausatmen über den Kopf schwingen. Einatmen in den Blitz. Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Jetzt setzt du mit dem Einatmen deinen rechten Fuß schräg nach hinten. Nimmst den Arm nach hinten, platzierst die Hand auf dem Oberschenkel. Zieh den linken Arm nach oben und neig dich zurück. Lass den Atem fließen in den tanzenden Krieger. Atme nochmal ein. Und mit dem Ausatmen kommen den halben Liegestütz. In den heraufschauenden Hund und in den herabschauenden Hund. Setz den rechten Fuß nach vorne, atme ein. Der linke Fuß kommt dazu, Vorwärtsbeuge, ausatmen. Nimm die Arme nach oben, verhak nochmal die Daumen, zieh dich nach hinten. Und mit dem Ausatmen über den Kopf. Einatmen Blitz, ausatmen Vorwärtsbeuge und jetzt mit dem Einatmen den linken Fuß nach hinten setzen, schräg, lass den Atem fließen. Zieh den linken Arm nach oben hinten, platzieren auf dem Oberschenkel oder Unterschenkel. Neig dich nach hinten, lass dein rechtes Knie gebeugt, der Blick geht in die rechte Handfläche. Atme nochmal ein und mit dem Ausatmen komm in den halben Liegestütz zurück. Heraufschauender Hund einatmen, herabschauender Hund ausatmen. Der linke Fuß setzt nach vorne, atme ein. Rechts kommt dazu, Vorwärtsbeuge ausatmen. Komm nach oben, verhack die Daumen, zieh dich nach hinten. Mit dem Ausatmen schwingt die Arme nochmal über den Kopf. Einatmen, Blitz. Ausatmen, Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Mit dem Einatmen rechts nach hinten in den tanzenden Krieger. Der linke Arm zieht hoch. Und mit dem Ausatmen nimm den linken Arm auf den Oberschenkel und zieh deinen rechten Arm übers rechte Ohr in den seitlichen Winkel. Halt hier für ein paar Atemzüge. Streck dein rechtes Bein komplett aus. Drück mit dem linken Ellenbogen etwas dein linkes Knie in Richtung kleinen Zeh. Den Blick schräg nach oben zur Decke richten. Atme nochmal ein und mit dem Ausatmen nochmal in den halben Liegestütz. Du kannst stattdessen natürlich auch gerne in die Bauchlage kommen, wenn es zu anstrengend wird und statt in den heraufschauenden Hund in die Kobra als Variation. Mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund zurück. Setz den rechten Fuß nach vorne, atme ein. Links kommt dazu, Vorwärtsbeuge, ausatmen. Komm jetzt gleich in den Blitz, einatmen. In die Vorwärtsbeuge ausatmen. Jetzt mit dem Einatmen in den tanzenden Krieger. Links steigt zurück. Rechter Arm zieht hoch. Und mit dem Ausatmen Arm zum Oberschenkel. Der linke Arm zieht auf die Seite. Lass den Atem fließen. Zieh dein linkes Bein lang, den linken Arm lang. Drück mit dem rechten Ellenbogen etwas dein Knie nach außen. Blick schräg nach oben richten. Atme nochmal ein. Mit dem Ausatmen auch hier wieder halber Liegestütz oder heraufschauender Hund oder Bauchlage und Kobra. Und wieder in den herabschauenden Hund zurück. Setz den linken Fuß nach vorne mit dem Einatmen. Und ausatmen, der rechte Fuß kommt dazu. Einatmen, Blitz. Wir gehen wieder einen Schritt weiter. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Mit dem Einatmen steigt rechts zurück in den tanzenden Krieger. Einatmen. Mit dem Ausatmen in den seitlichen Winkel. Mit dem Einatmen komm ins Brett und heb dein linkes Bein.
kannst den Atem hier jetzt erstmal ein bisschen fließen lassen. Dann klappt dein rechter Fuß auf die Innenkante, also deine rechte Ferse geht nach links. Dein rechter Arm zieht nach oben und wenn du möchtest, streckst du dein linkes Bein aus. Komm wieder zurück, atme ein, ausatmen, Vinyasa, Bauchlage, halber Liegestütz. Ausatmen, herabschauen nach unten. Setz den rechten Fuß nach vorne, atme ein und der linke kommt dazu, atme aus. Einatmen, Utkatasana Blitz. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Jetzt mit dem Einatmen in den tanzenden Krieger mit dem linken Fuß nach hinten steigen. Ausatmen in den seitlichen Winkel. Wieder ins Brett. Rechtes Bein geht nach oben. Der linke Fuß klappt nach innen, also die Ferse geht nach rechts. Linken Arm heben und wenn du magst, streckst du dein rechtes Bein aus. Komm wieder zurück, ausatmen, Vinyasa, einatmen, heraufschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund. Setz deinen linken Fuß nach vorne, atme ein und ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Blitz, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Dem Einatmen rechts nach hinten in den tanzenden Krieger. Ausatmend in den seitlichen Winkel. Einatmen, schiefe Ebene, Bein heben. Ausatmen, rechten Fuß auf die Innenkante, rechter Arm geht hoch, Bein eventuell strecken. Mit dem Einatmen geht zurück. Ausatmen, wieder Bauchlage oder halber Liegestütz. Einatmen, Kobra oder heraufschauender Hund. Und wieder in den herabschauenden Hund zurück. Einatmen, rechts sitzt vor. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Utkatasana Blitz. Einatmen, die nächste Seite. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Links setzt zurück in den tanzenden Krieger. Mit dem Ausatmen in den seitlichen Winkel. Mit dem Einatmen ins Brett, rechtes Bein heben. Mit dem Ausatmen klappt der linke Fuß auf die Innenkante. Linker Arm geht hoch, Bein strecken. Einatmen, zurück. Ausatmen, nochmal ein Vinyasa. Ausatmen, herabschauender Hund. Setz den linken Fuß nach vorne, atme ein. Und rechts kommt dazu, ausatmen. Komm nach oben in den Blitz, atme ein. Es kommt noch eine Haltung dazu. Ausatmen, Vorwärtsfolge. Einatmen, rechts geht zurück, tanzender Krieger. Ausatmen, seitlicher Winkel. Einatmen, schiefe Ebene, Bein heben. Ausatmen, rechter Fuß auf die Innenkante, rechts zieht hoch, linkes Bein strecken. Und mit dem Einatmen wieder auf den Fußballen zurück. Und die Zehenspitze nach hinten stellen, Becken nach oben, Arm strecken. Mit dem Ausatmen wieder in die Bauchlage. Kobra in den herabschauenden Hund. Rechts setzt nach vorne, atme ein. Und links geht dazu, Vorwärtsbeuge, atme aus. Utkatasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, geht links zurück, tanzender Krieger. Ausatmen in den seitlichen Winkel. Mit dem Einatmen ins Brett, rechtes Bein geht hoch. Mit dem Ausatmen klappt der linke Fuß auf die Innenkante, linker Arm zieht hoch, rechtes Bein strecken. Mit dem Einatmen wieder auf den linken Fußballen, der rechte Fuß steigt nach hinten, Becken hoch, Arm strecken. Und mit dem Ausatmen wieder in den halben Liegestütz oder Bauchlage, Kobra oder heraufschauender Hund. Und in den herabschauenden Hund und dann bleib wieder hier. Für ein paar Atemzüge, streck und beug abwechselnd deine Beine. Setz den linken Fuß nach vorne, atme ein. Und der rechte Fuß kommt dazu, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Blitz, nochmal alles zusammen.
Ausatmen, Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Einatmen, rechts zurück, tanzender Krieger. Mit dem Ausatmen in den seitlichen Winkel. Einatmen, schiefe Ebene, linkes Bein heben. Ausatmen, rechter Fuß klappt nach innen, rechter Arm zieht hoch, linkes Bein strecken. Einatmen, der linke Fuß setzt nach hinten, Becken hoch, linken Arm strecken. Und mit dem Ausatmen wieder halber Liegestütz oder Bauchlage, Cobra oder heraufschauender Hund, herabschauender Hund, ausatmen. Setz den rechten Fuß nach vorne, nimm die Arme mal hoch, atme ein. Und mit dem Ausatmen wieder in die Vorwärtsbeuge zurück. Noch einmal Utkatasana. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Links zurück in den tanzenden Krieger. Und ausatmen in den seitlichen Winkel. Einatmen, Brett, rechtes Bein ist oben. Ausatmen auf die Innenkante. Linker Arm zieht hoch, rechtes Bein strecken. Einatmen, der rechte Fuß steigt nach hinten, Hüfte hoch, rechten Arm strecken. Und mit dem Ausatmen nochmal in Richtung Boden, Cobra oder heraufschauender Hund, herabschauender Hund. Links steigt nach vorne, Arme nach oben, einatmen. Und wieder großen Schritt nach vorne. Dann bleib hier in der Vorwärtsbeuge. Öffne ein bisschen die Beine, entspann dich. Dann beug die Knie, komm zum Sitzen. Streck die Beine aus, zieh Zehenspitzen zu dir, drück die Beinrückseite in den Boden. Streck die Wirbelsäule, atme ein. Zieh dich in der Länge des Rückens nach vorne, atme aus. Komm nochmal nach oben, atme ein. Und nochmal nach vorne ziehen. Greif entweder die Fußaußenkanten oder deine Sprunggelenke. Mal die Wirbelsäule strecken, einatmen und mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge kommen. Nacken entspannen, tief und gleichmäßig atmen. Die Wirbelsäule wieder aufrichten, komm etwas nach vorne, leg dich auf den Rücken, stell die Füße auf, Becken heben, Brustkorb heben, Arme nach hinten, einatmen, mit dem Ausatmen, Wirbel für Wirbel wieder senken, die Arme neben den Körper und wieder heben, einatmen, Arme nach hinten. Ausatmen, Becken senken, Arme nach vorne. Und noch einmal Becken heben, Arme zurück, einatmen. Und mit dem Ausatmen wieder senken. Zieh die Knie zum Brustkorb, greif sie mit der rechten Hand, leg sie auf die rechte Seite, breite den linken Arm aus, Gesicht nach links drehen. Wechsel die Seite, greif die Beine mit der linken Hand nach links zum Boden, Gesicht nach rechts drehen, Schultern entspannen. Komm wieder zurück, greif einen Oberschenkel und komm nach oben zum Sitzen. Ich hoffe, mein kleiner Sommerflow hat dir gefallen. Und falls du Lust auf noch mehr Yoga-Programme hast, dann abonniere doch am besten unseren Channel. Der ist kostenlos und somit verpasst du in Zukunft auch kein Video mehr.